Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdplay. Ich bin am Mikrofon heute und ich habe auch die Javanna heute hier. Hallöchen! Yay! Und dieses Mal sitzen wir nicht bei uns zu Hause, sondern wir haben einen ganz besonderen Gast, nämlich Andreas Kinder. Hi! Hallo! Wir wollten nämlich heute auch mal unbedingt einen Fotografen einladen zu unserem Podcast und ein bisschen über Cosplay-Fotografie und generell so die Szene und alles reden. Und eine Frage, die wir aber allen vorher immer stellen, ist: Wie hoch ist dein Nerd-Faktor von 1 bis 10? Was würdest du sagen, Andreas? 11. 11, ja. Das finde ich gut. Für alle, die sich das nicht so gut vorstellen können, wir sind heute zu Gast bei Andreas zu Hause, ganz weil genau. Wir gerade ein Fotoshooting hatten. Und hier ist buchstäblich jeder Zentimeter voller Nerdkram. Es sind mehrere große Bilderrahmen mit seinen Fotos. Wir haben eine Karte von Mittelerde. Wir haben jede Menge Waffen aus den unterschiedlichsten Fandoms. Einen riesigen Drachenkopf, mehrere Miniaturen, alle möglichen Bücher, DVDs, Kleinkram und mein persönlicher Favorit, ein Dalek-Schrein. Und ein riesiges Totoro-Cosplay. Ja, das steht da hinten und guckt uns durch den Türschlitz an. Das ist echt ein bisschen creepy, wenn man gerade hinten guckt, nur so durch den Türschlitz. Ja, Andreas. Der ist ein bisschen zu groß, er passt nicht irgendwo hin. Den hast du aber komplett selber gemacht, den Totoro, ne? Der ist alles selbst gemacht. Das ist so krass. Und wir haben uns eben schon darüber unterhalten, dass man ziemlich schwitzt unter so einem Ding. Du hattest so einen eingebauten Ventilator, ne? Oh ja, den braucht man da drunter. Ja, das glaube ich. Da geht man sonst ganz schön ein. Und wie? Aber du kannst den ja auch auf Cons nicht so lange tragen, ne? Ach, also wenn es jetzt nicht so heiß ist, er ist nicht schwer. Also man kann es ja gut aushalten. Ach, das geht ja dann. Könnte einfach noch einen zweiten Ventilator reinholen, dann könnte man den ganzen Tag damit rumlaufen. Ach, ja? Ne? Echt? Wenn man genug Batterien mit hat, ja. Ja, und du hast ja auch eben schon erzählt, dass du dir eine neue Spielerei dafür quasi ausgedacht hast. Was baust du da jetzt noch alles rein? Naja, eine neue Kamera, damit ich überhaupt was sehe, wo ich hinlaufe. Bisher hat Andreas bei seinen Totoro-Ausflügen immer jemanden gehabt, der ihn so an der Hand und so leicht am Hinterkörper... Nein, das lief anders. Ich hatte oben so eine Action-Kamera und die hatte ich mit einer Bluetooth mit meinem Handy verbunden. Mm. Und ab und zu wackelte die Verbindung und ich stand da und sah nichts mehr. Oh. Und jetzt habe ich eine Kabelverbindung. Oh, wow. Ja. Aber das ist ja nicht schlimm, weil sobald du stehen geblieben bist, haben wahrscheinlich 100 Leute Fotos mit dir gemacht. Kann ich nicht sagen, ich habe es nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Immer wenn ich dich auf Lacon in dem Kostüm gesehen habe, waren 1000 Leute um dich rum. Waren ja bloß zwei. Ich wollte gerade sagen, nie zweimal. Aber das kommt einem so viel vor, weil so viel los war. Ja, dieses Jahr ist ja Con-Season sozusagen gestrichen. Ja. Wie war das denn so für dich dieses Jahr dann? Ruhig. Ruhig. Teilweise. Hm. Weil sonst habe ich ja pro Con an die über 1000 Fotos. Ja, das fällt jetzt erstmal weg. Mm. Ist mit den Fotoshootings ausgeglichen. Ja. Ja, du hast gerade eben noch erzählt, dass du jetzt gerade wieder viele Fotoshootings hattest. Ja, jetzt kommen sie alle wieder. Ja, jetzt trauen sich alle. Ich meine, jetzt haben wir uns ja auch wieder getraut. Wir haben nämlich heute ein kleines Halloween-Shooting mit dem Andreas zusammen gemacht. Mm. So ein bisschen Witchy-Style. Und da hattest du eben erzählt, 7 Fotoshootings hattest du jetzt, ne? In den letzten, letzten Monat bis jetzt 7. Und da war auch alles Mögliche dabei? Von Star Wars bis Marvel, ja. Ja. Habt ihr viel draußen gemacht oder auch eher drin? Also 50-50. Hm. Teilweise in Duisburg, im Landschaftspark. Ah, cool. Der bietet sich auch mega an dafür. Also absoluter Geheimtipp für Cosplay-Locations. Also da haben wir jetzt Catwoman, Batman, Cara Dune von Mandalorian gemacht. Oh ja, die Fotos habe ich schon gesehen auf Instagram. Und den Spider-Man, Aquaman haben wir hier
Im Wohnzimmer gemacht. Im Wohnzimmerstudio. Das ist nämlich was ganz Besonderes. Wir haben eben schon echt gestaunt. Andreas hat sich hier nämlich so ein richtiges Studio reingebaut und zieht quasi einfach nur noch die Leinwände runter. Das ist schon ziemlich geil. Ja, und stellt die Blitze. Und baut 100 Blitze genau. auf. Und ungefähr 100 Blitze. 4. Ist das sowas, was du nach und nach immer reingebaut hast? Oder wie ist das zustande gekommen? Ja, vorher hatte ich bloß den Stoffhintergrund, den ich immer auch auf den Convention mitgenommen habe. Aber das war mir einfach irgendwann mal zu blöd, das immer wieder aufzubauen und abzubauen. Da habe ich mir einfach mal überlegt, wie kann man sowas anbringen. An die Decke kann ich die Dinger nicht dran schrauben, sonst kommt mir die Decke runter. Ja. Also musste ich mir so einen Holzrahmen drum bauen. Ja. Das funktioniert. Ist jetzt ganz gut. Ja, es sieht auch mega professionell aus. Es ist richtig cool. Genau, hier hängen 3 Rollen, im Moment aufgerollt. Und dann sind da die Bänder an der Seite, wo man dann wie bei einer Gardine quasi das runterlassen kann. Und die Rollen sind mit verschiedenen Farben ausgestattet, die dann runterkommen und auch den Boden noch bedecken, sodass man ein richtiges kleines Studio hier mitten im Wohnzimmer hat. Könnte bloß ein bisschen breiter sein. Ja gut, okay. Das muss dann die Wohnung hergeben, ne? Ja. Oder habe ich, glaube ich, auch schon eine Idee, wie ich das noch ein bisschen umbauen kann. Also du willst auf jeden Fall noch weiter hier rumbauen an deinem Home-Fotostudio? Ja, ein bisschen bequemer machen, sodass ich echt nicht mal so viel umbauen muss. Ja gut, okay. Das ist dann wahrscheinlich von Fotoshooting zu Fotoshooting immer unterschiedlich, oder? Ach, der Aufbau, glaube ich, immer gleich. Aber okay. Stative hin und her, aufbauen, abbauen, das nervt. Ja. Du bräuchtest eigentlich wie im Theater so eine Leiste oben, wo du alle deine Lichter dranhängen kannst und die dann nur noch unterschiedlich einrichten musst. Und runterziehen und so. Richtig. Sowas ungefähr habe ich vor. Ja. Sehr gut. Sag mal, wie hat denn das bei dir überhaupt angefangen mit der Cosplay-Fotografie? Bist du einfach auf eine Con gegangen mit deiner Kamera oder wie war das? Auf meiner ersten Con hatte ich noch ja keine Kamera. Also da warst du mehr Besucher? Da war ich Besucher. Also meine erste Digitalkamera habe ich erst 2007 geholt für einen Urlaub. Ach ja, womit man so anfängt, ne? Ja. Und ja, damit bin ich dann zu den Cons gegangen und dann erst die Bühne fotografiert, wie dann immer, ja, kannst mal hier da ein Foto von uns machen, kannst du da ein Foto von uns machen. Das hat sich dann immer so weiter gesteigert, bis ich jetzt da irgendwie immer mit meinem eigenen Stand stehe. Ganz genau. MagicCon, FatCon vor allem, ne? Da sehen wir dich immer. Und vorher die RingCon. Genau, vorher Hobbit die RingCon, HobbitCon. Oh, das ist so direkt in Erinnerungen schwelgen, so ein bisschen, ne? Also die German Comic Con warst du ja auch im Dezember. Ganz genau. Ja, da wurde ich auch eingeladen. Denn Stuttgart war ich. Genau, Stuttgart. Mal. Ja. Das war's. Hast du da irgendeine Lieblingscon, auf der du am liebsten bist eigentlich? Das so vom Flair, Feeling oder so? MagicCon und FatCon. Ja, weil das auch so deine Homebase ist, ne? Ja, ich habe 2003 mit der RingCon angefangen. Ach, 2003 mit der RingCon, cool. Ja, das war die zweite RingCon und seitdem jedes Jahr. Meine erste Con war genau 10 Jahre später. Aber ich war ja auch late in the game. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, und da sind die ganzen Fotos an der Wand entstanden. Ja, also Andreas hat hier so eine komplette Wand voll mit seinen Fotos und auch Bilder mit den Stars und so. Das sieht richtig beeindruckend aus, wie er alles hängt. Total cool. Ja. Ist fast kein Platz mehr an der Wand. Richtig. Ja, es wird langsam schwierig, ne? Ja. Ja. Da wollte ich noch ein paar Waffen dranhängen. Ja, genau, noch ein paar Waffen vielleicht. Ach, die liegen sogar schon da im Regal. Die okay. Die liegen alle auf den Büchern. Auf den vielen Büchern, die noch keinen Regalplatz haben. Ja, 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 immer dieser Wandplatz, das kennen wir sehr gut. Das ist uns bekannt, ganz genau. Ja. Wie war das denn genau, dass du dazu gekommen bist, dass du einen Stand da bekommen hast zum Fotografieren? Sind die Leute von den Cons dann auf dich zugegangen? Oder ich meine, irgendwie muss ja das passiert sein. Das hat sich auch irgendwie so entwickelt. Weil als erstes habe ich immer irgendwo eine Ecke gesucht, wo
frei war. Ja. Leute dahingestellt. Und jetzt auf der Ringcon war es mal im Händlerraum, wo einer Händler so eine Zeltwand aufgebaut hat. Mhm. Auf der Rückseite vom Zelt, Leute. Denn von Vorhang, wie die Fedcon im Maritim Hotel in Düsseldorf war. Ah, stimmt. Ja, die ist ja, ja mal umgezogen, ne? Habe ich die Fotos im Eingangsbereich gemacht. Mm, oh, wow. Wir hatten so zwei Schiebetüren. Ja. Und zwischen den zwei Schiebetüren Metallwände. Ah, und, okay, direkt krass. Direkt mit Tageslicht davor. Und habe ich irgendwo ein Foto. Kannst du uns dann ja digital schicken, dann packen wir das noch mit in den Beitrag, falls du eins findest. Ganz genau. Stimmt. Ja. Aber so von Hotelcon zu Messe, Convention ist doch bestimmt auch anders für dich, oder? Anders? Naja, also Messe ist Con und dann Feierabend. Hotelcon ist quasi erstmal Con-Ende, Sachen einpacken und dann schön entspannen, Party machen. Ganz genau, ja. Und ja, auf der German Comic Con war dein Stand ja sehr nah an den Autogrammständen. Da war ja super viel los. Ah, da, in Dortmund. In Dortmund, ja, genau. Ja, stimmt. Oh ja. Das war ja nicht so ganz ideal, ne? Hatten wir ja drüber gesprochen. Aber da war ja sicherlich super viel los dadurch, weil dich total viele Leute gefunden haben. Eher nicht. Ach. Weil durch die Schlangen war ich quasi ein bisschen abgeblockt. Okay. Die Leute, die mich wussten, dass ich da bin, die haben mich gesucht und auch zwar teilweise gefunden, aber einige haben bloß die Schlangen gesehen, aber nicht, dass ich dahinter stehe. Ja, gut. Aber ich habe genug Fotos gemacht. Ja. Wie lange bearbeitest du dann nach einer Con deine Fotos? Es kommt auf die Fotos an. Also ich bin jetzt so weit, dass ich einfach bloß den Hintergrund sauber mache, den ganzen Dreck von zwei Tagen aus dem Bild entferne, Falten raus. Und wenn jetzt irgendwie ein paar Captain Marvel da ist, so glühende Hände rein shoppen und so. Ja. Und wenn jemand kommt, hatte ich auf der Lichtschwerter zum Beispiel. Lichtschwerter bearbeiten. Ja, aber ich hatte jetzt auf der einen von den Hobbit-Cons, Magic-Cons, war ein Großvater aus Amerika, der hatte jetzt hier seinen Enkel als Harry Potter mit. Oh. Und da habe ich den Enkel seinen Patronus reingeschaut und sowas. Oh ja, du machst sehr bezaubernde Patroni. Ja, das wenn stimmt. Wenn wir diesen Plural benutzen möchten. Und allgemein auch die Zaubereffekte. Leas Queenie habe ich da im Kopf. Das war wunderschön. Das war eins von den längeren. Ja. Und ich erinnere mich auch noch daran, als wir beide als Ghostbuster auf der Vierkan waren. Stimmt. Da hast du uns einen Slimer gemacht, den wir eingefangen haben. Das war richtig haben. Cool. Ja, das waren wir auch in den Hotelgängen. Ja. Stimmt, da sind wir extra noch im Hotel rumgelaufen und haben perfekten Gang dafür gesucht, damit wir ein geiles Foto machen können. Perfekt. Gut, das Martin hat ja bloß immer die gleichen Gänge. Also. Ja gut, aber es passt ja perfekt zu Ghostbusters. Ja. Auf jeden Fall die richtige Ästhetik. Ja. Mal sehen, ob das nach dem Umbau noch so ist. Ja genau, da bin ich jetzt auch mal gespannt drauf. Ne? Die bauen ja jetzt das ganze Jahr um, oder? Die waren schon letztes Jahr dran. Letztes Jahr auch schon? Die haben ja neue Zimmer, ne? Im Maritim. Letztes Jahr auch schon. Ja. Die haben einige Zimmer bereits fertig, aber die wollten halt die Gänge auch noch machen. Mhm. Ja, die quasi einen Hauptsaal haben sie auch umgebaut, die Bühne. Vor allem neue Böden, die nicht so voller Staub sind, wo man ständig trockenen Husten bekommt. Ja, oder vor allem, wenn man mit einem Umhang auf die Con geht, hat man nämlich den Umhang voller Zeug. Das hatte ich nämlich auch schon mal. Da habe ich einen langen Umhang getragen, der auf dem Boden rumgeschliffen ist und der auch noch weiß war unten. Und danach musste ich echt den Grund reinigen, ne? Ja. Ja, das haben schon einige. Zum Beispiel, Momo im roten Kleid. Ah ja, oh stimmt, Momo mit ihrem langen Kleid. Genau. Und die hatte mal ein Kleid mit einer Schleppe von gut 6 Meter. Was?
Ja. Was? Also, wir kennen Momo ja nur in grandiosen Kleidern, ja, zum Beispiel in Regina aus Once Upon a Time oder die kindliche Kaiserin. Und wir haben sie auch schon als Amidala, als mehrere, glaube ich, sogar gesehen. Das heißt, da waren wir jetzt nicht überrascht, dass sie ein langes Kleid trägt. Aber eine 6-Meter-Schlippe? Kriegt man sowas überhaupt noch auf ein Foto drauf? Wenn man es um einen rum drapiert, ja. Sonst muss sie demnächst auf so einen Hocker stehen und dann wie bei European Eurovision die verlängerte Beine. Stimmt. Ich habe ein Foto von der, wo sie auf der Treppe stand und alles so unter. Ah, schön. Toll. Anders ging es nicht. Was würdest du denn sagen, ist dir lieber ein Fotoshooting vor einem neutralen Hintergrund, wie im Studio oder auf den Conventions, oder eher Outdoor? Kommt aufs Cosplay. Spannend, ja. Ich finde nämlich auch, das kommt total auf das Kostüm drauf an. Also grundsätzlich, man kann jeden vor einen neutralen Hintergrund stellen. Aber den hat man bloß das Kostüm, ein Cosplay. Wenn man jetzt draußen ist, dann kann man die Cosplayer in Szene setzen. Also auch den nachbearbeiten mit Effekten, so wie bei Cara Dune, einen abgestürzten T-Fighter im Hintergrund setzen, X-Wing, Astromech reinsetzen. Das könnte man zwar auch auf einem neutralen Hintergrund machen. Ist aber viel mehr Arbeit. Wohl jetzt bei dem letzten Spider-Man, das ging relativ einfach, den Spider-Man dann in einem Straßenzug einzusetzen, weil ich den eben keinen. Da habt ihr auch hier fotografiert, ne? Genau. Genau. Vor einem ganz neutralen Hintergrund. Neutralen Hintergrund und einfach den Ebenen überblenden und schon hat man einen Straßenzug. Ja, und schon, zack, mal eben. Bist du bei sowas, also brauchst du da noch lange für? Sitzen die Griffe mittlerweile so perfekt, dass es flott geht dann für dich? Naja, das Schlimmste, also was längste dauert, ist die passende Idee und den passenden Hintergrund zu finden. Ja. Photoshop kann alles. Damit arbeite ich seit 92. Oh, wow. Ja, aber nicht noch immer mit derselben Version, oder? Nein. Zum Glück. Also ich habe ja noch CS2 auf dem PC. Also CS2 gab es damals noch gar nicht. Also, glaube ich, das war Photoshop 2.5 oder Photoshop Nummer 5. Ja, ich glaube, sowas. Ich erinnere mich düster. Ganz, ganz altes Ding. Aber Photoshop ist auch immer noch so dein Begleiter. Ja. Und du fotografierst mit einer Nikon, ne? Richtig? Ja. Wie war das für dich eine spezifische Entscheidung damals, dass du mit Nikon fotografierst? Weil viele sind ja auch auf Seite von Canon oder sowas. Ist ja immer ganz unterschiedlich. Und ich finde das total interessant, wann man sich quasi dafür entscheidet, sich ein Equipment nur von einer Marke oder so zu kaufen. Also angefangen habe ich mit einer Sony. Ah. Mit Sony D1. Mhm. Und das war ja 2007. Und dann auf 2010 bin ich umgestiegen. Da habe ich erstmal gut ein, zwei Monaten nachgeguckt, welche Kamera am besten ist. Ja. Welche ich mir überhaupt am leisten kann. Mhm. Die sind ja auch verdammt teuer immer. Da war eben auch ja Sony, Nikon, Canon. Und da ich wusste, dass ich Bildbearbeitung war, habe ich auch nachgeguckt, wie die Bildqualität ist. Mhm. Und da lag eben Nikon mit der D90 in meinem Bereich an die Spitze. Ja. Und da ich eben erst bei der D90 von Nikon geblieben. Bis jetzt 2018. Da habe ich mir jetzt mein neueste geholt, die D500. Mhm. Da hätte ich auch noch auf Canon umsteigen können. Aber ich hatte den ganzen Kram für. Ja, eben, man hatte D90. Den ganzen Kram halt, ne? Und da ich jetzt auch jetzt bei der D500 alles weiter benutzen kann,
Ja, habe ich mir die geholt. Kommst du auch gut mit zurecht? Ganz gut mit zurecht, ja. Wie oft sollte man sich denn vielleicht eine neue Kamera zulegen? Was würdest du sagen? Neue Kamera zulegen. Wenn man mit seiner alten Kamera alles ausgereizt hat, nicht Fotoideen hat, die man mit seiner alten Kamera nicht mehr umsetzen kann. Das ist echt ein guter Tipp. Das ist schon geradezu philosophisch. Ja, richtig. Nicht philosophisch, aber es ist einfach, wenn ich mit meiner kleinen Kamera alles machen könnte, wäre ich, was ich jetzt mit meiner neuen Kamera mache, hätte ich nicht gewechselt. Klar. Aber die kleinen Kamera kann jetzt, so was wir eben gemacht haben, die Blitzlichter und sowas, kann sie nicht. Ja. Und auch jetzt im dunklen Licht hat sie auch Schwierigkeiten. Brauche ich da irgendwas größer. Ja, gut. Und sowas wie die neuen Funktionen und so weiter, das bringst du dir dann selber bei oder liest du das Handbuch? Oder? Das Handbuch lese ich immer als erstes, ja. Ja, also tatsächlich, das liest du auch? Das lese ich durch, was die Kamera alles kann. Ah, ja. Sehr gut. Ja. Und quasi eine PDF-Datei habe ich immer auch fürs Handy. Weil ich irgendwas nicht weiß und kann man schnell nachschlagen. Ja, das ist praktisch. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ein richtig professioneller Tipp hier. Ja. Für alle, die sonst nur auf Learning by Doing setzen. Das stimmt. Ja, das Learning by Doing mache ich ja auch, aber klar. Wenn man jetzt nicht weiß, dass die Kamera die Funktion überhaupt nicht hat oder irgendwo in dem Untermenü versteckt ist, da sucht man sich einen Tod und es ist schneller, irgendwas nachzuschlagen. Ja. Und manchmal findet man da vielleicht auch was, wovon man noch gar nicht wusste, dass man das mit seiner Kamera kann. Genau. Also bei dir war es ja dann auch wirklich so, wie du gerade erzählt hast, dass nach und nach immer mehr kam. Ne? Ja. Und du hast dich aber dann auch ja schon sehr auf Cosplay spezialisiert. Schon. Oh ja. Schon. Und du machst ja auch, probierst ja auch immer wieder mal noch andere Dinge aus. Auf deinem Instagram habe ich letztens gesehen, dass du auch so mehr so Richtung Mode gemacht hast, mehr so Lingerie. Pin-Up-Shooting. Ja, nee, meinst, so auch nicht. Weißen Bade. Genau, das mit dem Weißen, ja, richtig, genau. Das wollte ich immer mal machen, wollte ich einfach mal ausprobieren. Ja, das sah auch super aus, auf jeden Fall. Und wir durften eben schon deine Panoramas betrachten. Die sind älter. Die habe ich auch teilweise mit der kleinen Kamera gemacht. Ah, wow, echt? Ja. Krass. Andreas hat uns vorhin ein gedrucktes Buch gezeigt von Panoramen, die er in der Vergangenheit aufgenommen hat. Und da hat er uns nämlich unter anderem die Aufnahmen gezeigt, die er auf dem Gelände der Elfia gemacht hat, weil er uns überzeugen wollte, dass wir nächstes Jahr auch mal dahin sollten. Was wir ganz klar machen wollen jetzt. Wir wurden quasi geinfluenced, dass wir zur Elfia kommen sollen. Was ich da besonders schön fand, war auch bei einem Panorama denkt man ganz oft ja direkt an ein Querformat, an eine horizontale Aufnahme, aber du hast auch ein paar sehr schöne vertikale Panoramen. Und das finde ich ein ganz tolles Zeichen von außerhalb der Box denken. Ja, total. Hammer. Andreas zeigt uns gerade noch mehr Bootbilder. Segelboot, Segelschiff. Piratenschiff. Ja. 3 Master, 40 Kanonen. Oh, wow. Und vor allem die Story finde ich genial, die du uns eben erzählt hast, als du hochklettern musstest. Du musstest da durch dieses kleine Loch, ne? Ja, da passte ich nicht so ganz durch. Und dann auch noch mit Kamera. Ja. Mit Kamera, Jacke und Sicherheitsgeschirr zum Festschneiden. War das gefährlichste Shooting, was du gemacht hast? Das klingt eben jetzt sehr risky. Nein. 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 War ja gesichert und alles und nein, das... Hast du denn irgendeine Geschichte, wo du sagen würdest, das würde ich so jetzt nicht mehr machen? Nö, eigentlich nicht. Alles ausprobieren, do everything. Ich habe eigentlich schon einiges gemacht, ne? Also 10 Zentimeter an Klippe in Irland. Ach was. Und da, von da aus fotografiert dann. Hammer.
So cool. Also ich sehe schon, wir müssen im Beitrag auf jeden Fall diesmal ein paar mehr Fotos posten ja. als sonst. Damit ihr euch auch die Bilder macht. Richtig, ganz genau. Und ansonsten, Andreas ist schon wieder am Fummeln. Wir gucken genau. jetzt. Da kommen noch mehr Fotobücher. Ich finde das sehr schön, wenn man seine Bilder Oh, Ringcon. Oh mein Gott, wir haben ja was von der Ringcon von 2007. Mit dem so Titel Piraten. Cool. Oh mein Gott. Ja, da war ja so Herr der Fluch der Karibik. War ein großes Ding. Hammer. Das ist ja mega cool. Vor allem immer die gleichen Leute, ne? Man kennt ja, sich halt immer. Das ist so witzig. Genau, man kennt die Leute halt. Mach mal zurück. Das ist ein Schauspieler. Mit Schauspielern auf der Bühne, im schönen Hintergrund und alle möglichen Cosplayer zusammen. Das waren zwei von den Piraten. Voll die cool. Die chinesischen Piratinnen haben wir hier noch mit dabei. Back to the podcast, Leute. Ah, das sind deine Klippenbilder. Hammer. Ja. Wunderschön. Also nicht nur Cosplay, du kannst auch Natur. Ja. Nun, das war Irland, Westirland, quasi in Connemara. Und südlich davon. Ach, wie heißt denn jetzt? Kelly, Cliff of Moher, den Bereich. Okay. Und das Schöne daran ist, Irland kennt da irgendwie keine Absperrung. Und dann kann man da überall hin, oder wie? Ja. Cool. Weil da kann man dann wirklich bis an die Klippe. An die Klippen ja. ran. Hammer. Ja, wir sehen hier gerade echt ein paar richtig tolle Klippenbilder. Das ist der Wahnsinn. Ja, und das sind eben die Cliffs of Moher. Bitte nicht weitergehen. Und alle sind dahinter. Und alle unterwegs. Gehen weiter, ja. Sehr geil. Trampelfahrt. Ja. Vor allem, das ist gerade gefährlich, weil die Klippen brechen da immer noch ab. Ach, wow, okay. Deswegen haben die da das Schild. Deswegen ist da auch noch ein Schild. Deshalb gibt es noch Warnschilder, ja. Ja gut, mit den Warnschildern ist das ja so eine Sache. Da darf man dann selber entscheiden, ob man die Warnung annimmt oder nicht. Machst du denn noch viel so Naturfotografie noch? Oder? Wenn ich dazu komme, ja. Also wenn es mal irgendwo in den Urlaub geht oder sowas? Ja. Eher. Ja, also... Ich war ja meistens einmal im Jahr, ist dieses Jahr leider ausgefallen, mit einem Freundeskreis nach Sulzfeld in der Gegend, auf dem Bauernhof. Oh, schön. Und machen da eine Woche Urlaub. Ja. Und das ist eine schöne Gegend. Und da kann man dann auch viel fotografieren. kann man sehr schön fotografieren. Das ist quasi ein Fernbauernhof, den haben wir ganz für uns allein. Und wenn man aus dem Tor rausgeht, sieht man bloß freie Felder und einen Sonnenuntergang. Und du hast uns ja gerade schon erzählt, dass es für dich jetzt noch auf die Elfia geht und dass das auch sehr schöne Landschaft ist. Oh ja. Ist ein Tipp zum Hingehen. Auf jeden also Fall. Also auch nicht nur, wenn jetzt ein Convention ist, sondern auch so. Weil allein der Schlosspark ist ein Das sah richtig, richtig genial aus. Wir haben auch sofort gesagt, wir müssen da nächstes Jahr unbedingt hinfahren. Ja. Mir schwimmt da immer schon so ein mitten im Jahr irgendwie so ein kleines Fotoshooting mit 3, 4, 5 Leuten. Einfach also ohne Convention-Rahmen. Ohne Convention-Rahmen, einfach so im Park rein. Boah, schön. Da eignen sich natürlich dann auch sehr so Fantasy, Mittelalter, so Rom, die sich dann in so einem Schlosspark sehr schön in Szene setzen lassen. Ja, vor allem im Rosengarten, sowas, wenn der blüht. Jetzt im September sind meistens alles schon verblüht. Das vielleicht also auch geeignet für Alice und ihre rote Königin. Ja. Und du hattest da ja auch von Jazz von Fairy Blossom die wundervollen Maleficent-Fotos gemacht, ne? Ja. Oh, die sind auch so toll. Das müssen wir auch euch auf jeden Fall noch im Beitrag verlinken. Mhm. Vor allem mit diesem wunderschönen Lichteinfall, ne? Oh, so das ist toll. Als Photoshop. Ja, mein Gott. Aber es sieht so toll aus. Umso mehr Kompliment an den Fotografen. Richtig.
Jazz ist ja auch, also Fairy Blossom ist ja auch ein sehr häufiges Model bei dir. Stimmt. Ja. Ihr macht ganz schön viel zusammen. Gibt es da irgendwie eine nette Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt und wie es dazu gekommen ist? Oder hat sich das einfach über die Zeit ergeben? Also kennengelernt haben wir uns auf der... Vierkorn, oder? Nein. Oder kanntet ihr euch da schon? Da kannten wir uns schon. Da haben wir ja mitgenommen. Ah! auf der... ersten Comic-Con in Dortmund. Ah, wow. Wann war das? Weißt du das noch, Javi? 15 ja. Stimmt, wir hatten noch jetzt gerade 5 Jahre. Hm. Ja. Und da habe ich sie angesprochen und eine Karte gegeben. Dann kam sie später mal mit Freunden vorbei und haben Fotos gemacht. Hm. Und dann immer mehr Fotos, da noch ein Foto. Da noch ein Foto und da noch ein Foto, ja, ja. Das kennen wir ja auch. Ja, so hat sich das dann entwickelt. Mhm. Weil ich meinte, sie hatte gesagt, sie hätte meine Fotos schon vorher auch online gesehen. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, du bist ja auch bekannt in der Szene. Kann ich nicht sagen. Doch, können wir aber sagen. Doch, können wir aber sagen. Also ich habe dich letztens in einem Livestream von der German Comic Con erwähnt und da wusste direkt jeder, wer gemeint. Die wussten nur nicht, dass du ein Cosplay hast. Die dachten, du würdest nur fotografieren. Ich habe nicht nur eins. Ja, du hast ja auch mehrere. Du hast ja auch mal auf der Ringcon noch beim Cosplay-Contest mitgemacht, ne? Ja. Kannst du da mal ein bisschen was erzählen? Ja, da habe ich mir eine... Ebenerzrüstung von Skyrim gebaut. Ja, und das sah ganz schön geil aus. Der Helm steht da oben noch. Die Rüstung liegt da oben auf dem Schrank. War die schwer? Oder ging's? Die ist aus Papier. Ach, was? Wie cool ist das denn? Die besteht bloß aus Papier, Harz und Spachtelmasse. Hammer. Wie lange hast du daran gesessen? Weißt du das noch? Über ein halbes Jahr. Ja, das glaube ich. Heftig. Cool. Und dann hattest du auch Bock, mal einfach bei einem Contest mitzumachen? Ja. Eben. Ich sehe jetzt hier gar keine Werkbank. Wo machst du das? Da, wo du sitzt. Ach, auf dem Wohnzimmerboden. Ja, wunderschön. Das kennen wir. Wir arbeiten auch immer auf dem Boden. Sehr relatable. Ja. Oh, wenn ich nicht mehr sitzen kann, hole ich mir den Wohnzimmertisch, der in der Küche steht momentan, rüber und setzt mich auf die Couch. Ah. Deswegen hat die Couch auch ein paar Flecken. Ach so. Wegen der Cosplays. Nee, das ist wirklich noch von der Ebenerzrüstung. Ach was, krass. Was hast du denn noch so für Cosplays? Ich meine, wir kennen dich ja auch als Doktor. Eben, ich habe den 10. Doktor, ich habe den 1. Doktor, ich habe den 9. Doktor. Ich habe den Totoro, ich habe einen Faun und ich habe die Ebenerzrüstung. Mega cool. Mit dem Faun finde ich total interessant. Mit deinem Faunkostüm, wie muss ich mir das vorstellen? Hast du da so ein Beingestell oder ist das Fell oder wie? Das ist einfach Fellhose, wo innen drin Schaumstoffkeile eingefügt sind. Wow. Das ist quasi ein Keil nach hinten, also auf den Waden und ein Keil oben auf den Oberschenkel. Und dann sind das normale Turnschuhe, die mit Fell beklebt sind. Easy! Vorne eben cool. Den Huf dran. Das klingt sehr bequem, ja. Aber auch sehr warm. Ja, richtig. Es geht. Es ist nicht so warm wie Totoro. Nein, ich brauche dafür keinen Ventilator. Aber da wäre auch nicht so viel Platz für einen Ventilator. Ja, das stimmt. Ja, ich habe gesehen, es gibt jetzt irgendwie bei Facebook taucht immer Werbung auf, so für kleine, Klimaanlagen, die man sich an den Gürtel stecken kann. Ah, das ist auch praktisch. Ja, wer es braucht. Javanna zeigt gerade hysterisch auf sich. Ich bin so ein Kopfschwitzer. Ja, aber wenn man an den jetzt Gürtel. Hier am Gürtel und dann nach unten bläst. Ja, aber das ist wenn auch er hinten cool. Den Rücken hochbläst, das bleibt ist auch super. Cool. Was es nicht alles gibt. Ich bräuchte eigentlich so einen kleinen Ventilator, den man so unter die Perücke machen kann. Oh ja. Ins Gesicht pustet. Oh, weißt du, wie die Musical-Mikrofone, die man... genau, wie so ein Musical-Mikrofon. Nur halt mit einem Ventilator. Genau, dann muss hier so eine flache Düse sein, dass die Luft so einfach aufs Gesicht gepustet wird. Mach's einfach. Mach dir eine kleine Tasche. Da baust du einen Ventilator mit einem Akkupack rein.
dir ein paar Schläuche reinlegst und dann führst du die Schläuche nach oben unter eine Mütze. Ja, ja. Da muss ich nur noch mal gucken, welche Cosplays ich die Schläuche unterbringen kann. Ansonsten kommen die Schläuche hier, da wo der BH langläuft, hoch und dann pusten die von unten. Oh, das ist auch geil. Ja. Das ist auch geil. Oh mein Gott, wir. Und dann habe ich fürs Fotoshooting noch meinen eigenen Wind im Check. Kommt auf die Stärke an. Ja, das. Da packe ich doppelten und dreifachen Akku rein. Da kommt ein kleiner Elektromotor ran, dann wird immer wallende Haarmähne bei New Eurovision. Ja, da waren wir auch gerade wirklich begeistert, weil kaum standen wir hier, hast du die Ventilatoren dann direkt angemacht. Es war ja auch warm. Genau, wir sitzen hier bei einem relativ warmen Spätsommertag. Wir haben heute nochmal irgendwie 28 Grad oder so und wir entschließen uns dazu, ganz in Schwarz in Outfits Fotoshooting zu machen. Und da waren wir sehr froh, dass du erstmal hier die Ventilatoren angemacht hast. Hast du die denn hier eher für den Windeffekt oder tatsächlich auch zur Kühlung für die ganzen Cosplayer, die schwitzen? Eigentlich, weil es hier im Sommer sehr heiß drin wird. Fenster gehen nach Süden raus und ich habe keine Jalousien zum Runterlassen und es wird verdammt warm hier drin. Ja. Deswegen. Also doch gar nicht so tricksy. Nein. Wie sieht's denn mit deinen nächsten Cosplay-Plänen aus? Hast du überhaupt noch was, was du gerne machen würdest oder an dem du gerade vielleicht arbeitest sogar? Pläne, also zum Bauen. Mhm. Eigentlich das nächste ist mein Totoro neu bringen. Mhm. Er hat ein Ohr verloren. Also oh. Das muss wieder dran gemacht werden. Denn eben das neue Sichtsystem zum Laufen bringen. Das wäre erstmal ein Plan für nächstes Jahr. Ja. Und dann schaust du einfach mal, wozu ich Lust habe. Ganz genau. Hast du denn noch ein paar Ideen, die du machen möchtest, wo du jetzt sagst, so, das Cosplay würde ich unbedingt gerne mal machen, wenn Zeit und Geld da ist? Den 12. Doktor. Oh ja. Den War Doktor. Oh ja. Sehr viel Doctor Who. I like this. Ja, auch viel Potenzial. Vielleicht den Doctor Jones. Oh, cool. Du hast ja auch jetzt schon deine Erfahrung mit großen zylindrischen Cosplays. Wie wär's mit einem Dalek? Oh ja! Nein. Aber das könnte ich mir auch echt gut vorstellen. Ich würde dich auch rumschieben. Richtig. Nein. So ein kleiner Dalek auf Rollen. Und dann machen wir vorne an dem Ding, machen wir deine Kamera. Genau, und da kommt auch ein Stuhl rein und darf sitzen. Auf der FedCon gab es ja die Doctor Who-Ausstellung immer. Mhm. Ah, stimmt. Und da der Robin, der die Sachen eben alle gehört hatten, er hat einen Dalek, wo man sich reinsetzen Ach, kann. Geil. Und da war eben nicht durch das Auge, sondern durch das Gitter, was drunter ist. Ja. Dadurch konnte man sehen. Mega cool. Also, ja, man muss nur wissen, wie. Ne? Man muss einfach nur wissen, wie. Genau. Ja, und wie du so schön bereits sagtest, Zeit und Geld haben. Ja, klar. Ja, ja, ich meine, dieses Jahr ist ja eh super viel ausgefallen. Ne? Ich meine, jetzt ist noch die Elf hier. Die Dokomi findet, glaube ich, noch statt, oder? Weißt du das? Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Also wir senden Anfang Oktober. Da ist dann, glaube ich, wirklich nur noch die Comic-Con in Stuttgart. Genau, die ist ja jetzt bestätigt worden, dass die auf jeden Fall stattfindet. Da bin ich auch sehr gespannt auf das Hygienekonzept und alles. Schauen wir mal. Also wir senden Anfang Oktober. Das heißt, dann steht, glaube ich, danach nur noch die German Comic Con in Dortmund und die Comic Con Germany in Stuttgart aus. Ja, ganz die genau. Die deutschen Cons. Die deutschen Cons, die beiden großen. Und die sind dieses Jahr an zwei Wochenenden direkt nacheinander. Kann's, echt? Ja. Oh, krass. Naja, ich meine, beim letztes Jahr war die CCXP gleichzeitig mit der in Am Stuttgart. Am Wochenende ne? Von, genau. Von Stuttgart, ja. Und dann da sind wir ja auch noch extra von Köln nach Stuttgart gefahren an dem Wochenende, weil wir sind bekloppt. Genau, da sind wir den Donnerstag und Freitag in Köln gewesen und dann Samstag, Sonntag in Stuttgart. Und um sowas zu vermeiden, wurde eigentlich verschoben und leider ging das mit dem Verschieben von Stuttgart dann nur so weit, dass es dann schon wieder an der anderen Comic-Con dran war. Mhm. Ja.
Gabriel überlegen, ob welcher Termin als erstes bekannt gegeben worden ist. Aber kann ich jetzt auch nicht sagen. Nee, ja gut, das liegt ja auch an den Messehallen und Stuttgart und Dortmund sind ja nun mal so weit voneinander entfernt, dass die sich da auch nicht absprechen mit ihren Messen. Und das, denke ich, ist eher ein dumm gelaufener Zufall, weil eigentlich wollte man ja eben das Konya entzerren dadurch. Nun gut. Man wird sehen, wie das mit den Hygienekonzepten laufen wird und wie dort die Umsetzung sein wird. Das können wir jetzt ja noch nicht sehen. Das ist ja leider in diesem Jahr eine spezielle Herausforderung für alle Veranstalter überall. Für alle. Für alle Gäste, Teilnehmer, für jeden wird es irgendwie anders sein. Ist denn für dich klar, dass du nach Dortmund fährst? Aktuell noch? Bis jetzt noch gar nicht. Nein. Nee. Ja. Wir sind uns auch bei allem noch sehr unsicher. Wie ist das bei dir? Also bis jetzt habe ich bloß noch die Elf hier auf dem Plan und sonst nichts mehr. Weil die Elf ja eh auch draußen stattfindet und man da sehr gut Abstand halten kann. Ja. Wir sind nämlich auch noch ein bisschen zögerlich, was geschlossene Räume angeht, auch wenn Hygienekonzepte vorliegen. Aber das ist ja jedem auch selber dann. Ja, es kommt ja auch auf die Menge an. Die jetzt in den, richtig. Feld. Und das kommt ja auch darauf an, wie viele Tickets verkauft werden dürfen. Ja, also jetzt in Stuttgart und Dortmund, da sind es ja meistens täglich über 10.000 Leute, die da immer rumgelaufen sind. Jetzt Elfia, die haben schon im Vorfeld gesagt, die machen jetzt anstatt 2 Tage wie letztes Jahr, dieses Jahr 3 Tage und begrenzen. Dann zerren das mehr. Und wir begrenzen quasi die Tages-, also die Tickets pro Tag auf einen bestimmten Grenz. War 4.000, 5.000 Leute. Genau, und in den Messe-Conventions haben sie dafür mehr Hallen, um das zu entzerren, weitere Plätze zwischen den Händlern und Ständen und so weiter. Und halt sicherlich auch wie bisher sowieso Einbahnstraßensysteme bei Autogrammen und Fotosessions. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Da müssten natürlich dann entsprechende Abstände gehalten werden. Das ist eine spannende Herausforderung. Ja. Und das erklärt auf jeden Fall auch, warum sich die Veranstalter ein bisschen Zeit genommen haben, bevor sie ihre Konzepte veröffentlichen konnten. Ja, weil jeden das Fall. Muss ja sehr, sehr klug durchdacht werden. Oh ja, das muss sehr gut geplant werden. Ich bin auch mal super gespannt, wie das dann jetzt so wird. Das sind alle. Und wie sieht's aus bei dir mit nächstem Jahr? Weißt du da schon, wo du hingehen wirst? Wo man dich findet? Ganz bestimmt auf der MagicCon, auf der FedCon, auf der Elfia. Ja. Stuttgart ist... Kommt drauf an. Kommt drauf an, ja. Weil es ist halt auch was weiter weg für dich, ne? Wir sind hier im NRW und da ist natürlich auch viele andere Conventions und dann kann man sich aussuchen, ob man noch die weiteren, die etwas weiter weg sind, auf sich nimmt. Ja, sind 5,5 Stunden Fahrt von hier aus. Ja, eben, das muss man ja dann auch erstmal schauen. Ja. Und du hattest eben gesagt, 10.000 Gäste kommen auf so eine MesseCon, ungefähr, ne? Ja, so Comic-Con. Täglich, Wie viele Leute kommen denn zu dir zum Stand? Fotos machen von den 10.000? Ich habe letztens, glaube ich, mal nachgeguckt. Also an einem, das ist ja immer meistens Samstag, Sonntag. Ich habe da locker pro Tag 1.000, 1.500 Fotos. Krass. Und du machst pro Person so 3 bis 4? 5, 6. 5 bis 6. Ja. Gut, dann sind wir ja auf jeden Fall schon mal bei 200 Cosplayern, die du so ablichtest. Ungefähr, ja. Ja, 200, 300. Kommt hin. Und das ist der Grund, warum die Fotos nicht am nächsten Tag online sind. Richtig, ganz genau. Ja, die sehen scheiße aus. Nein. Ja, wenn man jetzt einen ganzen... von Kopf bis Fuß drauf hat und den Stoffhintergrund, wo seit paar Cons die Leute drüber laufen. Naja, klar, ne? Also der Boden ist nicht mehr schwarz, der ist schon grau. Grau. Ja. Also seit Dortmund liegt der Stoff da hinten irgendwie eingepackt, weil ich den noch nicht rausgeholt habe. Ja, kann ich verstehen. Ja, weil so mal schnell in eine Waschmaschine reinpacken kann ich den nicht, weil meine Waschmaschine packt das nicht. Ja, klar, das ist ja auch ein Riesenbatzen Stoff einfach.
Ja, das sind 6x3 Meter. Ja. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Ja. 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 Ja, und ich meine, bei dir Fotos auf einer Con zu machen, ist ja auch eigentlich relativ easy als Cosplayer. Man kommt einfach vorbei, dann fragt man nett, hey, ich habe hier so ein Cosplay, könnten wir vielleicht ein Foto machen? Und dann sagst du ja, jo, los, hier, stell dich hin. Dann wird ein bisschen arrangiert, dann wird geklickt und im Nachhinein können die Leute dann auf Facebook ihre Bilder sehen. Das, ich gebe auch jedem eine Karte mit, eine Fotonummer, den kannst du mich anschreiben per Facebook, Instagram oder E-Mail, was am besten ist. Und dann schicke ich die Fotos auch zu. Ja, und was ich auch besonders cool finde, du hast ja einen eigenen Cosplay-Kalender. Ja. Ja, das machst du jetzt seit 2 Jahren? Nein. Oder seit... Da sind die Alten da oben. Ja gut, okay, die kenne ich dann wahrscheinlich einfach nur noch nicht. Das ist das typische Problem. Lea und ich sind natürlich wieder erst darauf aufmerksam geworden, als wir Teil des Ganzen wurden. Was ist der älteste, den du hast? Ich sehe 2015 Ringcon. Aber den kenne ich 17, auch schon. Also 18. 15. Dann 2015. Mhm. Und da sind es noch die Fotos von der Ringcon komplett. Ja. Ja, die Kalender sind ja quasi einfach bloß von Ringcon oder Fatcon. Hobbitcon. Ich finde es so lustig, weil man kennt die ganzen Leute halt auch wieder hierher drauf sind. Das ist so witzig. Es ist so eine kleine Community. Also ich war mit Lea zusammen einmal Teil des Oktobers mit unserem Ghostbuster-Outfits und da habe ich mich so sehr gefreut. Das war wie ein das war wie eine Krönung zur Miss Model des Jahres. Ja. Und das war auch für mich persönlich etwas, was ich so irgendwie meinen Mobbern von früher an den Kopf hatte. Ich bin Fotomodell! Und dann durfte ich ein Jahr später auch noch einmal einzeln mit meinem Gute-Fee-Outfit eine Seite zieren. Und das fand ich grandios, weil das war auch eines meiner liebsten Cosplays, die ich je gemacht habe. Ja, deine Kalender sind auch immer mega cool. Hier, den 16er kenne ich, glaube ich, auch noch nicht so. Da habe ich mal reingeguckt, glaube ich. Was ich auch sehr schön an den Kalendern finde, ist, dass die ja immer so ein bisschen thematisch einfach sortiert sind. Also da war dann zum Beispiel auch Oktober die zu Halloween passenden Sachen und dann im Sommer sind eher sowas, was auch draußen fotografiert wurde oder so. Das finde ich sehr schön kuriert. Also bei den alten Kalendern ist quasi nichts draußen fotografiert. Ja, das kommt dann ja auch erst noch mit der Zeit. In dem ältesten Kalender, den ich gerade in der Hand halte, sind hinten drauf auch noch die Namen von den Cosplayern mit abgedruckt. Das ist auch eine das gute Idee. Das zeigt auch einfach, wie eng diese Community ist und wie sehr Andreas alle seine Models kennt. Ja, das stimmt. Nicht immer alle. Nicht immer alle. Ich habe hier auch einmal stehen Schneekönigin, das stimmt. Ja, vor allem bei einem Stormtrooper kommt man ein bisschen... Ja, da kommt man dann durcheinander, ne? Wenn der 300. Stormtrooper dann hier drauf ist. So cool. Ja. Ja, wir sind auch immer begeistert von deinen Cosplay-Kalendern. Und ich meine, du machst es ja alles in Eigenregie da mit den Kalendern, ne? Ja. Wie funktioniert das dann? Du setzt dich hin und suchst dir quasi die Bilder raus? Ja, also ich suche erst die Bilder raus. Ja, und dann sind es meistens immer noch zu viele. Und dann versuche ich irgendwie ein schönes Layout auszudenken. Setz das. Und dann schicke ich die Druckdaten zur Druckerei. Ja, und dann kommen deine Kalender quasi. Ja. Und dann kann man die entweder online bei dir kaufen, über Facebook. Machst du mal auf. Sagst du einfach, wer will, soll sich melden? Ja, ich mache die Kalender eigentlich bloß auf Vorbestellung. Weil. Damit sich das auch lohnt, dann im Nachhinein. Ne? Gut, viel Lohn ist so eine Frage. Ne? Aber. Dass du einfach nicht auf 10 Stück sitzen bleibst am Schluss. Oder auf mehr. Ne? Das
weil ich weiß ja nicht, wie viele wirklich einen haben wollen. Ja. Und dann, ja, die Nachfrage ist doch eigentlich immer da. Das ist in den letzten paar Jahren immer ein bisschen runtergegangen. Echt? Ja. Kauft Cosplay-Kalender von Andreas. Das ist so schön. Richtig. Ich finde es ja auch ganz toll. Vor allem, was ich an den Cosplay-Kalendern so toll finde, sie erinnern einen immer wieder an die Cons und an das schöne Jahr, das man dann halt hatte. Und das finde ich immer so besonders, dass man, wenn man nochmal genau weiß, die Person, die hatte das auf der Con an, das ist so cool, das war so eine geile Con. Oh, wisst ihr noch damals, da haben wir, keine damals, Ahnung. Damals, vor 2 Monaten. Ja, und im Kalenderblatt sind die Cons markiert fürs kommende Jahr. Das ist nämlich auch immer sehr wichtig. Ja. Hat jetzt mit 2020 nicht so funktioniert. Aber da ist ganz vorne ein diese Übersichtskalenderblatt, was man immer so hat. Da sind auch dann monatlich die Cons angegeben und im Monat selbst sind die dann angekreuzt an den Wochenenden, an denen die geplant sind, stattzufinden. Im normalen Jahr. Im normalen Jahr, genau. Richtig. Wir haben ja Sonderjahr. Special Auszeit für alle. Mhm. Ja. Stille Treppe für das Volk. Ja, willst du denn dieses Jahr auch wieder einen machen? Ich bin auch mal überlegen. Ja, ich fänd's cool. Vorbestellung 1, 2, 3. Richtig. Ja, weil jetzt mit den Terminen fürs nächstes Jahr ist auch noch so eine Sache. Ja, ja, klar, da weiß man ja auch noch nicht. Also die Termine kann man ja schlecht reinschreiben. Ja. Aber du hattest ja eben erzählt, du hattest ja schon ein paar Shootings dieses Jahr. Also Material wäre da, oder? Material ist für nächsten 10 Jahre da. Ja, es sind auch viele Fotos, die so gut sind und auch noch nicht in den Kalender drin sind. Ja. Ja, das ist immer ein harter Kampf, die Bilder auszuwählen. Ja, das glaube ich. Da muss man sich dann echt dreimal überlegen, welches man jetzt nimmt, ne? Ja. Oder welches Thema passt. Ja. Zum Beispiel im Mai. Wenn ich da jetzt 3 Fotos nebeneinander habe, sind es meistens alle 3 Star Wars. Ja, das muss ja irgendwie dann auch schön zusammenpassen, ne? Ja. Ja, ja, wir kommen jetzt auch quasi fast schon zu einem Ende von unserem Podcast. Hast du denn noch so ein paar irgendwie totale Tipps, die du Leuten geben würdest, die irgendwie zu dir an den Stand kommen und gerne Fotos wollen oder generell für vielleicht Anfänger in der Cosplay-Fotografie? Wer Fotos will, einfach fragen. Immer einfach fragen, einfach ja. Fragen. Also, bin ich ja nicht allein. Also es sind ja jetzt auf der, wie heißt die denn, im Februar, die Con in Münster. Epicon. Da war ich jetzt dieses Jahr ja auch und ohne Stand. Bloß zum Gucken hingefahren. Aber da standen auch quasi an der Halle an beiden Seiten waren es so über 14 Fotografen, die da ihren Stand hatten. Wow. Wenn man einfach ein Foto haben will, hingehen, fragen. Das stimmt. Die meisten sagen nicht nein. Die meisten sagen hier, setz dich hin, warte, weil die in Schlange stehen. Das stimmt. da sind ja auch die anderen ganzen Fotografen, die das auch gut können. Und, ja. Ja, einfach hingehen, fragen. Höflichkeit ist immer ein guter Tipp. Das finde ich auf jeden Fall. Und es ist vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man gerade bei sowas wie der Epicon, wo sehr viele Fotografen sind, einfach auch mal alle fragt. Vielleicht entwickelt man dann auch ein ganz anderes Gefühl fürs Posen, wenn man es so viel macht. Mhm. Und außerdem sieht man dann auch sich selbst unterschiedlich in Szene gesetzt, weil ja jeder Fotograf seinen eigenen Stil hat. Das stimmt. Das und ein Fotograf leitet Models quasi auch immer ein bisschen anders an. Eben, das ist ja auch bei jedem unterschiedlich, ne? Ja. Und jeder hat einen anderen Blitzaufbau, andere. Ja, die Fotos sehen anders aus. Und Technik eben. Und man kann nie zu viele Bilder von sich selbst im Kopf haben. Da hast du absolut recht, Javanna. Ja, magst du zum Abschluss nochmal deine Accounts nennen, auf denen man dich finden kann? Bei Facebook ist das AK-Fotografie, Instagram Andreas_Kinder. Ja, was habe ich noch? Ja, Facebook, Instagram. Webseite ist andreas-kinder.de.
Aber die ist auch ein bisschen überholungsbedürftig. Ja. Aber das war's eigentlich. Ja, also wenn ihr Bock habt, euch mal die Bilder vom Andreas genauer anzuschauen, stöbert ein bisschen und ihr habt's ja gerade gehört. Auf Instagram. Genau, ihr habt's ja gerade gehört. Wenn ihr Fotos wollt, einfach fragen. Ist ein super Abschluss für heute. Also vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast dabei warst. Und vielen Dank, dass du uns heute fotografiert hast. Ja, und das sowieso. Müssen wir gleich noch die Bilder durchgucken. Genau, wir werden jetzt gleich noch die Bilder durchgucken. Und wir wünschen euch da draußen einen tollen Tag, egal wann ihr uns zuhört, morgens, mittags, abends, auf dem Klo, wann auch immer. Und einen spooky Oktober. Ganz genau. Happy ja. Halloween sozusagen. Wie immer findet ihr unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Wir bedanken uns bei Andreas und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.